Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute, nochmal ein Update zu der Riesenexplosion bei All Elite Revolution. Außerdem eine Erklärung für diese komischen Segmente zwischen Braun Strowman und Shane McMahon. Und der Ticket-Vorverkauf beginnt für WrestleMania. Heute habe ich noch mal ein paar Infos zu All Elite Revolution vom letzten Sonntag, zum Beispiel die Anzahl der Zuschauer. Da hatten wir nämlich 1300 Leute, die mit in der Halle waren, um sich dieses Event dann live vor Ort zu geben. Und das war damit die zweitgrößte Crowd im Wrestling seit der Corona-Pandemie. Nach dem sehr verbotschten Ende hat sich Moxley noch das Mikrofon genommen und hat sich dann auch nochmal so ein bisschen drüber lustig gemacht, wie schlecht Kenny Omega explodierende Ringe baut. Und generell, es war halt einfach ein Botch am Ende der Show und trotzdem hat man jetzt irgendwie versucht, das ein bisschen zu erklären. Natürlich waren Tony Khan und Kenny Omega ebenfalls ziemlich, nicht erfreut, dass das denn so ausgegangen ist. Aber sie haben diese ganze Sache mit dieser großen Explosion zum Schluss halt vorher sogar getestet und es hat funktioniert. Und ja, genau dann, wenn man es halt brauchte, war halt diese große Bombe quasi ein Blindgänger und damit ist halt nicht das gezündet worden, was man eigentlich machen wollte und damit lief es dann halt einfach so ein bisschen komisch. Direkt danach gab es eine Q&A-Session mit Big Show, also Paul Wright, und da wurde auch nochmal so ein bisschen nachgefragt, wie zum Beispiel Vince McMahon reagiert hat, als er erfahren hat, dass Big Show nun mal zu All Elite geht. Und Big Show meinte, dass Vince ihn sofort angerufen hat und ihm alles Gute gewünscht hat. Das heißt, dass hier kein böses Blut von diesen beiden Parteien herrscht. Aber Vince war natürlich sofort dran, als dieses Announcement kam. Außerdem wurde er auch gefragt, welche Wrestler es bei All Elite gibt, gegen die Big Show gerne mal antreten wollen würde. Und da wurden natürlich einige genannt, wie zum Beispiel Brian Cage, Wardlow, Darby Allin, der eigentlich immer bei vielen Leuten, die bei All Elite sind oder auch nicht bei All Elite sind, genannt wird. Dann natürlich Kenny Omega, er hätte auch Bock, wieder ein Tag Team zu machen, zum Beispiel mit Jericho oder ein Tag Team mit Billy Gunn. Also auch da wird es die Möglichkeit theoretisch geben, aber man weiß ja aktuell überhaupt nicht, ob Big Show wirklich als In-Ring-Talent bei All Elite eingesetzt wird, denn eigentlich ist er ja nur Kommentator für All Elite's Dark Elevation, was nächste Woche Montag ja auch starten soll. Also ist halt jetzt schön, dass er ein paar Namen jobbt für mögliche Fäden, aber ob das auch wirklich irgendwann mal passiert, weiß man nicht. Und übrigens, wenn wir schon bei Darby Allin waren, der wurde nämlich gefragt, inwiefern es seine Ideen gab in dem Street Fight Match und er meinte, dass nahezu 90% aus diesem ganzen Ding aus seiner Feder quasi stammte. Er hat also diese ganze Produktion, dieses ganze Drumherum sehr krass beaufsichtigt und hatte sehr, 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 sehr viel Input in dieses Match und hat sich genau überlegt, schon seit Wochen, wie man das genau irgendwie aufbauen will und somit war da einfach sehr, sehr viel Möglichkeit für Darby Allin, dieses Match dann auch so zu machen, wie es halt auch geworden ist. Er war auch sehr zufrieden mit zum Beispiel dem Involvieren von Ricky Starks, der wohl auch da noch seinen Anteil mitgemacht hat. Und natürlich war er sehr happy, dass er mal mit Sting in ein Tag Team antreten darf. Dann steht ja bald der Wechsel an vom WWE Network zu Peacock. Und hier ist es so, dass die ganzen Kanäle, also die ganzen Profile, die US-Profile muss man dazu sagen, vom WWE Network ab dem 4. April abgeschaltet werden. Das heißt, ab dem 18. März kann man dann seinen neuen Account bei Peacock machen, aber ab dem 4. April wird dann quasi das WWE Network, so wie es jetzt besteht, dann komplett gelöscht, zumindest für die US-Leute. Der Rest der Welt juckt das alles nicht, aber trotzdem. Dann habe ich nochmal einen kleinen Nachtrag zu der Jory Ryan Geschichte. Da ist es ja so gewesen, dass es ja so eine Charity-Event-Wrestling-Show geben sollte für Frauen. Und als dann viele erfahren haben, dass Jory Ryan da mit am Start sein soll, haben dann halt zum Beispiel Fight TV, die das eigentlich ausstrahlen sollten, und auch All Elite sich dagegen ausgesprochen. Und man konnte das Ganze schon ahnen und auch Jory Ryan konnte das Ganze schon ahnen, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass sein Erscheinen bei dieser Show wohl nicht allzu positiv gewertet wird. Und deswegen hat er sich von den Promotern auch im Vornherein ankündigen lassen, damit dieser Shitstorm quasi erstmal passieren kann. Und deswegen wollte er auf jeden Fall, dass das im Vornherein klar wird.
Weil so konnte man halt noch drauf reagieren, als wenn er irgendwie überraschend dann auf einmal da gewesen wäre. Und dann wäre im Nachhinein der Shitstorm gekommen. Wollte er dann also auch nicht riskieren und hat deswegen hier entschieden, das dann lieber so zu machen. Jetzt am Montag ist es dann soweit, die Tickets für WrestleMania gehen an den Start. WrestleMania wird ja dieses Jahr auch wieder 2 Tage stattfinden und das Ganze am 10. und 11. April. Und ja, die Tickets werden jetzt also verkauft, allerdings gibt es keine Infos darüber, wie viele Tickets denn jetzt genau verkauft werden. Denn eigentlich wollte die WWE natürlich 30.000 Leute zu WrestleMania dann im Publikum haben, aber ob man das dann auch so umsetzen konnte, weiß man aktuell nicht. Jetzt geht also der Ticketvorverkauf los und eine richtige Zahl gibt es jetzt erstmal nicht. Trotzdem kann man aber zum Beispiel auch für beide Tage gleich die Tickets kaufen, was natürlich auch ganz angenehm ist, denn ja, so bräuchtest du dann halt nur einen Menschen, der sagt, jo, fahr ich hin, und der würde dann halt gleich das Ticket für beide Tage kriegen. Tickets gibt es zwischen 35 und 2.500 Dollar in der Preisspanne, also dann doch ja, schon in verschiedenen Kategorien und so weiter, wie man das halt kennt. Aber jetzt geht es also langsam ins Eingemachte und das Publikum darf jetzt auch wieder Tickets kaufen. Schauen wir mal. Da die meisten von euch Raw Talk gar nicht verfolgen, sage ich euch mal kurz, was da passiert ist. Da gab es nämlich eine sehr gute Promo von Peyton Royce, die über ihre aktuelle Einsetzung gesprochen hat. Auch dazu sagte, dass ja, man nicht großartig bezahlt wird, wenn man nur immer seinen Mund hält. Und sie möchte auf jeden Fall ein Match gegen Asuka und fordert quasi so ein bisschen in ihrer Promo die WWE auf, sie doch endlich mal anständig einzusetzen, anstatt sie immer nur im Backstage-Bereich zu lassen mit den ganzen anderen, obwohl sie viel talentierter ist als 99% aller der Mädels, die ja da sonst noch am Start sind. Das heißt, sie fordert hier quasi endlich mal die Chance zu beweisen, dass sie viel besser ist als alle anderen. Sie möchte also gegen Asuka antreten. Das Ganze ist hier so ein bisschen eine Art Shoot-Promo gewesen. Zumindest konnte man das annehmen. Gehe ich zwar nicht davon aus, dass hier keiner davon wusste, aber trotzdem hat sich das so ein bisschen so angefühlt. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir das bei Talking Smack und Raw Talk eigentlich so haben und auch so ein bisschen propagiert wird, sodass wir da dann auch die ein oder andere Kontroverse aufbauen können. Und ja, schauen wir mal, ob sich das jetzt irgendwie auszahlt, ob das mit verbaut wird in eine Storyline, sodass Peyton Royce vielleicht demnächst dann gegen Asuka antreten könnte. Hier gab es ja vor kurzem schon mal Kritik, weil wieder Charlotte versucht, für WrestleMania auf Asukas Raw Women's Titel zu gehen. Muss man halt sehen, ob man dann entweder wieder ein Triple Threat draus macht oder ob man dann halt wirklich mal jemand anders an das Titelmatch lässt. Und dann kommen wir noch zu Shane McMahon und zu Braun Strowman. Wer Raw gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, was für Müll war denn bitte das? Die hatten nämlich 2 Segmente bei Raw, die beide super komisch waren. Zum einen war es so, dass Braun Strowman erstmal eine Entschuldigung von Shane McMahon gefordert hat. Die hat er einfach bekommen und das war's. Und dann sind sie beide nochmal draußen gewesen und dann ist Shane McMahon vor ihm weggelaufen und hat ihn als dumm die ganze Zeit bezeichnet. Und natürlich ist das einfach völlig komisch, sich das so anzugucken, muss ja aber irgendeinen Grund haben. Der Grund könnte natürlich sein, dass man hier ein WrestleMania-Match plant, allerdings in einer anderen Konstellation, als man das von dem jetzigen Publikum, was nicht da ist, aber von dem Publikum, was jetzt da gewesen wäre, erwarten würde. Und zwar würden natürlich viele Leute wahrscheinlich für Shane McMahon sein. Und das will man aber nicht. Man möchte also Shane McMahon gerade als so ein bisschen den kleinen Bösen darstellen, so dass er in dieser Konstellation der Heel wird und die Leute sich durch diese ganzen Neckereien und durch diese ganzen Dummmachereien, dass die Leute sich einfach dann auf die Seite von Braun Strowman stellen, um ihn dann halt als Face in diesem Match zu präsentieren. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen komisch. Wir haben Shane McMahon, normaler Typ, als Heel und wir haben einfach so einen übelsten Fleischmuskelberg als Face. Weiß ich nicht. Andersrum würde es wahrscheinlich einfacher sein, aber man will es halt so machen. Deswegen sind diese beiden Segmente bei Raw auch so komisch gewesen, weil es einfach irgendwie nicht passt. Und man weiß auch nicht so richtig, wie man es umsetzen möchte, aber man will es halt so haben. Okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. So Freunde, das war es auf jeden Fall erstmal mit dem News-Update für heute. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden und natürlich einen wunderschönen Tag haben. Wir sehen uns am Sonntag dann auch wieder im Livestream und am Sonntag gibt es auch nochmal eine News-Episode. Und ja, freut euch mal wieder auf viele Videos. Ihr kennt das ganze Spiel. Vielen Dank für euren Support. Natürlich auch danke an alle Kanalmitglieder. Ihr seid die geilsten, das wisst ihr natürlich. Und ja, macht nicht mehr so. Haut rein und ciao.